Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Minecraft Evolved mit dem Sips LP. Hallo! Da ist er! Und die Diamantbank ist fast voll, ja? Und nur fast. Was haben wir hier? 45? Achso, hier. Oh, fertig. Genau, einfach da rein, bis voll, ja. Weil achte mal, der geht schon gut ab jetzt, der Crafter. Manchmal sind da zwei Eier drin, bevor die rauspumpt. Active Result Signal, always active. Ja, always active, mein Freund. Muss schneller gehen, das ist zu langsam. Warte, das ist doch gut noch. Nein, das ist zu langsam. Ist scheiße alles, ne? Alles ah, scheiße, guck mal, der vorletzte Kompressor kriegt jetzt endlich die Eier. Was meinst du, wenn die gleich alle laufen, dann geht das hier vorne voll schnell. Eigentlich. Ach, das war das gar nicht. Moment, welche Karte war das denn nochmal? Das ist doch auch so ein... Was so denn? Ein rotes Ding mit einem Pfeil nach oben. Such was? Dieser Capacitator? Nee, ach nee, das Item Conduit Speed Upgrade? Ja, doch. Ja, genau. Ja, klar. Zwei Stück? Zwei Stück reichen, glaube ich. Gucken wir mal. Voll, ey. Und dann reißen wir das am Ende doch wieder und sagen, nee, komm, jetzt müssen wir 800 Stück davon bauen. So, gibt's hier jetzt Gummikollege hier? Ja, okay. Guck dir das mal an. Alter, guck mal da rein in den Crafter. Ja, jetzt ey, ist er gleich also, ruckizucki voll hier unten. So, das ist voll. Ich würde so jetzt gerne die Upgrades machen. Jetzt ne? Gleich sind alle voll. Die Kompressoren, da dreh ich mich so auf, dass das nicht geht. Ach, brauchst du nicht. Das geht auch so schnell genug. Ja, ne? Noch mehr Kompressor. Genau, einfach 16 Kompressoren hinbauen. Komm, wir wandeln Heikos Haus in ein Kompressorhaus um. Guck gerade mal hinten in den Crafter rein. Das dauert aber schon echt lange, bis da mal ein so ein Ding fertig ist. Vor allem muss das dann auch noch nach oben geschickt und da erstmal kompressed werden. Ja gut, aber deshalb kommt er auch hinterher immer, weißt du, der eine. Ja. Hätte echt einer gereicht. Jetzt gerade hat er auch einen zweiten bekommen, das ist halt ein bisschen blöd. Normalerweise sollte der halt ja alles gleichmäßig verteilen, das wäre viel besser gewesen, aber gut. Ja, eigentlich ja. Aber so ist halt glaube ich schon mal nicht schlecht. Jetzt gucke ich mal, wie viel Dias wir haben. Ja, der kann gerade echt nicht mehr abgeben hier, ne? Der hat 64 Eier intus. Hier unten, die sind alle voll. Ja, ja. So, ich hole noch mal ein bisschen Alter. Pulverized Coal, dann haben wir auch alles weg. Obwohl so drei Stacks lasse ich mal drin für irgendwas. Warum kann man das nicht craften? Ich rabbe nicht. Warum war ich jetzt ursprünglich hier? Ich wollte was anderes holen. Inka coolen Cells. Ich kenne halt nur, dass man halt die Wasserzelle da reinpackt. Oder halt einmal Wasser. Warum braucht man jetzt so eine komische Coolant-Flüssigkeit? So. Also Sebastian, sag mir, was wollte ich denn nochmal hier? Das ist Neuland für mich, keine Ahnung. Was wollte ich denn hier, Sebastian? Sag doch. Ich will doch nur was. Irgendwas wollte ich, aber ich habe es echt vergessen. Blue-Transposer. IC2-Coolant. Das ist eine Flüssigkeit, aber wo kriegt man die denn her? Ja, ich genau, weiß ich auch nicht. 811 Rezepte am Arsch, guck ich mir jetzt nicht durch. 811? Ja. Wenn du IC2 eingibst oder was? Nee, wenn du auf diese coolen Flüssigkeit gehst. Ja, da gibt es 800 Rezepte für? Ja, für den Fluid Transposer. Ach so, lol. 800 verschiedene. Hä, warum ist die Kiste die ganze Zeit offen? Ah, das ist ja echt heftig jetzt hier. Zack, fertig. Kommt der hier klar? Der Strom? Ja, der muss ja immer voll sein, klar. Ach genau, ich wollte gucken, wie viel Dias wir haben. Das war's, warum ich ursprünglich da hochgeflogen war. Ich glaube, knapp 4000 dürfen wir jetzt haben. Echt? Dann haben wir schon 500 hergestellt, ne? Ja? Ich meine, irgendwie ja. 4009 haben wir. Ja, 4009. Krass. Was war das jetzt? War das jetzt Tin oder was war das für Zeugs? Man, das wäre Tin gewesen. Geht auch nicht. Vielleicht Tin Plates? Was brauchst du denn für eine, nur diese Universal Fluid Cell oder was? Oder was brauchst du? Nee, ich brauch eine Coolant Cell. NK Coolant Cell heißt die. 10K Coolant Cell. Plates, ja, und halt diese Coolant, das, ich hab das nicht. Diese normale Coolant Zelle raff ich ja nicht, wie man die macht. Das ist dieses IC2 Coolant. Ja, ja.
Weiß nicht, wie man das herbekommt. Wie man das herbekommt, wie man das craftet. Ah, geht langsam, aber sicher geht das so. Pro Minute haben wir, keine Ahnung, 5 bis 6 Diamanten. Geht eigentlich klar, wenn man das jetzt die ganze Zeit laufen lässt. Überleg mal, das läuft ja auch jetzt die ganze Zeit, wirklich die ganze Zeit durch, weil das mit dem ME verbunden ist. Ja, klar. Hier, Nee. das war auch alles soweit, ne? Noch Teile. Die müsste nochmal die. Ah, ja. Kann das sein, dass du diesen Liquid Heat Exchanger bauen musst und dann da das herkriegst? Obwohl, Liquid ne. Liquid Heat Exchanger, aber ich weiß auch, ne. Icy too hot coolant. Gut, Lava. Ja, kann ja sein, dass der irgendwie aus Lava dann dieses coolen Zeug macht, weißt du, weil Heat Exchanger. Das könnte ich mir noch vorstellen. Ich habe dir mal so einen Heat Fuck. Conductor gebaut. Was war das denn jetzt für ein Ding? Ach Was ist so, das? ja, habe ich gerade auch gemacht, lol. Ja, ich habe das Teil jetzt gebaut. Müssen wir mal Aber ausprobieren. das. Ja, da müsste man dann irgendwo wieder an so einem Rednet-Kabel anschließen. Ich nehme mal mit nach da hinten. Hast du Lava? Hab nee, habe ich gerade nicht auf Tasche. Ich bring mal ein paar Eimer mit. Wo baust du das jetzt auf? Da hier ist schon wieder so ein Käfer, weißt Müsste ich eigentlich hier unten irgendwo hinpacken. du? Hier ist Hälfte ja so ein fiesen Scheiße. Käfer hier doch. Ey, wir müssen das woanders Ach, hinbauen. mach Da das hinten einfach ist das kurz hier nicht. zum Testen irgendwo hier oben drauf erstmal. Ob das überhaupt Icy Coolant daraus macht. Mach da einfach auf das Rednet-Cable hier drauf. Ach hier, ne? Ja, dann schütten wir da einmal Lava rein oder so. What Geht. the fuck, Alter? Was ist das denn? Da raffst du ja gar nichts. Hier kann ich aber auch nichts reinpacken. Vielleicht muss der direkt mit Fluid-Dingern verbunden werden, weißt du? Ja, das So, kann dass man da natürlich auch nichts reinschütten sein. kann. Kacke. Ja, Bin jetzt warte, nicht. dann hole ich mal eben so einen Tank von oben, wo Lava drin ist. Haben wir da nicht noch einen stehen? Nee, ne? Ah doch, haben wir Kann wohl. sein, kann sogar sein, dass wir noch welche im Dings haben. Echt? Lava. Ja, Nee, nur ist ja Eimer. nur Tank. Ah, ne. So, Fluid. Warte, ich habe einen Tank, ich komme. Ja, Boah, wie die ist hier. Fluid kommen jetzt hier. Überall sind die Löcher im Boden, noch wo man reinfällt und so. Aber auch so geht das nicht da rein, ne, oder? Insert. Ne. Nee. Ach, da müssen noch Heat Conductors rein in die Mitte, kann das sein? Weil da steht da nämlich Add Heat Conductors for faster conversion, aber keine Ahnung, wofür das Ding ist. Ach Ja, lol, warte mal, ich wie. hab Lava drin. Hier unten hast du noch was. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich Heat Conductor da reinbauen. Genau. Und dann müsst ihr das eigentlich machen. Holst du gerade welche? Sebastian? Bist du noch da? Ich glaube, der Sebastian ist schon wieder weg. Krass. Tja, da ist der Sebastian weg. Ne? Voll abgeraucht, hör mal. Ich mache jetzt aber hier natürlich noch die Folge mit euch zu Ende, ne? So geht es ja nicht hier. Nach 8 Minuten sagen, komm, ist gut. So fangen wir gar nicht erst an. So, Heat Conductor. Nehmen wir doch mal hier welche einen mit. Zirk. Gib mal noch hier so 2, 3 Stück, 4. Die knall ich jetzt mal da rein, dann gucken wir mal, was überhaupt da passiert. So, da ist das Ding. So, macht der jetzt was? Hallo, ja, mach ruhig weiter. Ja, ich probiere gerade die Heat Conductors aus. Ja. Aber der sagt mir hier nur irgendwie IC2 Pahölava 02 Millibuckets. What the fuck, ey? Ich hab keine Ahnung. Aber warum ist das denn so langsam? Currently transmitted heat. Warum dauert das so lange? Würde die Vor vielleicht allem auf der anderen Seite machen? dann suchst du nach irgendwelchen Tutorials und dann findest du da von 80.000 verschiedenen Versionen was und dann testest du das und dann regst du dich auf, dass das alles nicht funktioniert, bis dann irgendwann nach 30 Stunden doch das richtige Rezept gefunden hast. Ja. Immer so eine Sache, Ja. ey.
for faster conversion, weißt du, der hat gar nichts conversed hier, nur ein so ein ganz kleines Ding. Was für Conductor hast du da reingebaut? Ja, diese Heat Conductor, so heißen die. Die du auch gebaut hast, um das Ding zu bauen überhaupt. Ach so, die Dinger, genau, ja. Genau, die müssen da rein. Ja. Und dann? Ja, und dann hat er hier so was Komisches draus gemacht. IC2-Pa-Hö-Hö-Lava heißt die. Das ist doch ein Troll-Item in dem Modpack, oder? Pa-Hö-Hö-Lava, was ist das denn, ey? Lava, ja, die Pa-Hö-Hö-Lava hier. Warte mal, wie heißt das Ding? Fluid Heat? Was war das? Liquid Heat Exchanger. Ach, oder Liquid, so. Liquid, genau. Liquid Exchanger 2, ja. Aber das macht das wahrscheinlich nicht, ne? So, warte mal. Warte hin. Ich guck mir jetzt ein Tutorial an. Dauert 8 Minuten, warte. 8 Minuten, ja cool. Quality Generator, er kommt da noch mit irgendwelchen Super Aids Biogas Sachen an. Was will er denn jetzt? Was will er denn? Ist er bekloppt oder was? Er ja, kann doch nicht alles auf einmal, der hat's ja wohl nicht. Ja, also mit dem Liquid Heat Exchanger, das funktioniert nicht, das ist scheiße einfach. Das muss funktionieren. Das hat zu funktionieren. Ja, macht es aber doch nicht, Sebastian. Also das ist eigentlich auch für den Nuklearreaktor gedacht. Ja. Okay. Aber da finde ich jetzt halt nur voll die übertriebenen Tutorials und nicht, wie man halt einfach diese verkackten Coolant-Cells macht. Ja. Obwohl, warte mal. Gibt's kein Direwolf-Wiki, dass du es da nachgucken kannst? IC2 Coolant wird auch wahrscheinlich besser da zu gucken. Als in dem Video. Naja, ich gucke hier gerade in so Wikis, aber wie gesagt, da musst du auch wieder darauf achten, dass das die richtige Version ist und so. Also warte mal, eine Coolant-Cell? Kannst du eine ganz normale Coolant-Cell bauen? Ja. Eine ganz normale? Eine ganz normale, ja, kann man, ja. Okay, dann braucht man die und Tinplates. Ja. Hier, Empty Cell. Kannst du bauen, da brauchst du den Metal Former für und Tinplates. Dann kriegst du die Empty Cells. Naja, wir haben Empty Cells, ein paar Stück. Kannst du die nicht einfach füllen irgendwie? Einfach Wasser rein? Ja, vielleicht ist das ja dann. Vielleicht ist das ja. Ach so. Ja, das ist natürlich. Das ist ja nicht Coolant. Können wir keinen Kühlschrank bauen? Dann machen wir die Wasserfläche fertig, packen den Kühlschrank und dann sind die morgen Coolant? Ruffel, ey. Das muss doch funktionieren, meine Fresse. Ist doch scheiße. Voll ja, also hier passiert. Oh, guck mal, 5 Millibuckets von dieser Lava hergestellt. Das scheint anscheinend sehr lange zu dauern. Hä? Okay. Aber wir haben auch keine Heats irgendwie. Komisch. Scheiß drauf auf das Teil. Nein! Doch. Ich will das bauen. IC2 Coolant musst du bauen. Aber habe ich gerade auch schon nachgeguckt, also. Weil es gibt auch einfach kein Rezept zu hier. Nee. So, ich kacke. Ekelhaft, sowas, einfach ekelhaft. Ja, schade, dass für manche Sachen dann immer keine Rezepte hinterlegt sind, ne? Ah, ich habe ein rohes Kotelett gekriegt. Weil ich an einem Schwein hier gerieben habe. Aber was macht der denn damit? Guckt der sich am Sack, was geht denn ab jetzt hier? Oh mein Gott! Was geht denn ab? Currently transmitted heat. Extrable heat. Oh, erstmal ein bisschen schön von dem Monster Jerky hier essen, ey. Mm. Weiß ich, muss man davon vielleicht mehrere bauen, sodass die sich gegenseitig beheizen und dann voll abgehen oder was? Ich hab keine Ahnung. Nee, glaube ich nicht. Vor allem der Lavatank, der ist immer noch komplett voll. Wie geht das denn? Ja, ich habe da nur Lava reingetan, einen Eimer. Achso. Der stand da drin. Den kannst du da so reinstellen unten. Ah, guck mal, da siehst du da? Icy Tupa Höhö Lava. Ja. Ah, hier, guck mal. Pa-Hö-Hö-Lava. Pa-Hö-Hö-Lava. Wofür braucht man die denn? Die braucht man, um daraus Pa-Hö-Hö-Lava-Cells zu machen. Ja, wie macht man Coolant-Cells? Soll man da Wasser reinschütten anstatt Lava? Der, glaube ich mal, was, ne? Warte mal. Ich nehme mir mal ein paar Tanks und mach da Wasser rein. Ich glaube, das bringt nichts. Also, ich glaube, wir machen hier gerade total den Unsinn. Da bin ich mir sogar relativ sicher. Also. Ich werde einfach ausprobieren jetzt. Ich bin nur froh, dass das Dia machen hier läuft.
Mach da Wasser rein, du Affe, jetzt. Los. Gas. Baller rein. Baller richtig. Los. Baller richtig. Wenn du ballerst, dann mach ich vernünftig. Hast du eine Empty Cell? Die sind im ME. Achso, schade. Kann ich hier holen, warte. Können wir mal gucken, ob da die 5 Millibuckets reinpassen? Wir können da hinten ja noch ein Crafting Terminal hinstellen. Dann haben wir aber wieder einen Port zu wenig, ne? Wir haben vorhin schon irgendwas Wir haben vorhin schon irgendwas abgemacht extra. Nee, ich habe da jetzt extra das fette Kabel da dran gemacht, damit wir jetzt für die hinten. Ach, du hast noch fetteres Kabel da dran gemacht. Achso, lol. Ja, ja, ein fettes braunes. Warte, guck mal da. Da ist die Empty Cell drin. Kannst du die Lava da mal irgendwie wieder rausschütten? Nee. Außer mit der Pickaxe, dann geht bestimmt der Teil kaputt. Ja, glaube ich auch. Mach da jetzt Wasser rein, was ist denn los mit dir, du komische Dingen? Von dem Kopf? Da rein? Rein! Warum macht der nix? Achso, deswegen oder was? Nee. Da muss mehr Wasser rein. Ich mach das. Warum? So. Was ist da los, ey? Wetter kaputt? Wetter? Wie geht das denn? So, du blöder Slimey, du kannst jetzt im Wasser hier rumschwimmen, ey. Nimmt der dadurch Schaden? Ich hab jetzt einen Water Tank. Also ich bin ja relativ überzeugt. Oh. Ey! Was ist denn bei dir nicht in Ordnung? Ach, ich hab nichts gemacht, also. Also ich bin relativ überzeugt, dass das nichts bringt. Aber auf jeden Fall haben wir die paar Höhlenlava, das ist schon mal wichtig. Das ist sehr ordentlich, dass wir die haben, ja. Nicht davor, die machen boah, so ein Scheiß, ey. Aber ich gucke jetzt nochmal am ME-System, wie viele Dias wir haben. Das schreibe ich dann auf dem Schild wieder und dann gucken wir mal, wie viele nächstes Mal da sind. Ah, sehr gut. Wann ist das nächste Mal? Warte mal, in... Ja, morgen. Für euch morgen, für uns in 3 Tagen. Ja, eben. So, Diamanten. 4000. In der Zeit jetzt, wo ich den Absturz hatte, sind mal eben 60 Dias dazugekommen. Ja, 4061 haben wir jetzt. Ne? Dann würde ich sagen, wir beenden hier die Folge. Awesome. Und sagen mal, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Jo, tschüss. Bis dann. Tschüss.